würde dir gerne jetzt mein Messer geben, aber das ist irgendwo verloren gegangen. Bitte lege deine Opfergabe in die Schalen der Erleuchtung. Hi, bist du? Du kannst mich Fether nennen. Oh, ja, entschuldige, Fether? Vater. Nein, Fether. Fether. Das ist so wie eine leichte, wunderschöne Feder, nur noch leichter. Harmony hat mir den Namen gegeben. Es ist eine große Ehre. Fether? Fether. Was bewachst du hier? Was bewachst du hier? Ich stelle sicher, dass die Zeit von Bruder Lightbeard nicht vergeudet wird. Weißt du, er ist ein sehr beschäftigter Mann. Also bist du Herrn Lightbeards Mann für schwere Schuftereien? Hey, kein Grund für Beleidigungen. Kann ich hoch, um Herrn Lightbeard zu treffen? Alle sind auf Bruder Lightbeards Wolke willkommen, nachdem sie ihm eine Opfergabe angeboten haben. Was für eine Opfergabe denn? Es geht nicht um das Ding, sondern der Gedanke zählt. Das ist aber seltsam. Ja. Dann müsste ich nochmal fragen. Weißt du, wo Gas hin ist? Er hat ein Ei, das ich brauche. Der Gute hat Probleme damit, das Konzept der Leichtigkeit zu verinnerlichen. Er hat immer noch keinen Buchstaben seines Namens aufgegeben. Er hat Angst, dass die Leute denken könnten, dass sein Name Gas ist. Ich nehme nicht an, dass es auch eine große Leiter wie die gibt, die nach unten führt? Als ich das letzte Mal geschaut habe, gingen die meisten Leitern in beide Richtungen. Kann ich einfach ohne Opfergabe die Leiter hochsteigen? Bruder Lightbeard gibt dir die Möglichkeit, dich zu erleichtern. Es ist zu deinem Besten, nicht zu seinem. Ja. Ich will dich nicht von der Arbeit abhalten. Lass deinen Kopf nicht in die Wolken steigen. Die sehen nicht wie die von Jesse aus. Ich lasse sie besser in Ruhe. Hier geht es zu Harmony und seinem Bart. Hey, Mädchen. Hey, ruhig. Ich finde dein verlorenes Ei für dich, okay? Bin ich mal gespannt, was hier ist. Hi, ich bin Meg. Maggie. Hey, was ist los? Nichts. Wie war nochmal dein Name? Maggie. Also Maggie, nur ohne das A. Die Idee von meinem Papa. Stört es dich nicht, dass dein Papa das A aus deinem Namen gestrichen hat? Das schon, aber mein Papa sagt immer, dass es besser ist, ein A zu verlieren als ein C. Dein Papa ist echt gruselig. Das war er nicht, bevor er in diesen Kult eingetreten ist. Oh, upsie, hab ich das etwa laut gesagt? Ja. Dein Papa ist in einem Kult? Ach, er betreibt es etwas mit seiner Lightbeard-Verehrung. Aber das ist schon in Ordnung. Wenigstens hat er dafür sein Line-Dancing aufgegeben. Okay, das ist natürlich ein Vorteil, ja. Was genau ist deine Aufgabe? Ich kümmere mich um diese Eier. Wenn ich nicht wäre, dann, könnten sie staubig werden oder so. Ja, genau. Das ist natürlich... Wie komme ich zu den Eiern in den höher liegenden Nestern? Ach, du meinst, weil ich so klein bin? Nein, ich... Ich zähle dich nur auf. Ich benutze eine Leiter. Kann ich... Hey, kann ich mir deine Leiter ausleihen? Okay.
Na sowas, die ist schon verdammt klein. Kleine Dinge können überraschend große Sachen vollbringen. Da hast du recht. Ja, zum Beispiel Leitern. Hey, gibt's einen Weg runter von dieser Wolke? Wenn ich einen kennen würde, wäre ich nicht mehr hier. Wir hatten früher einen echt coolen Federlift, der bis ganz nach unten in den Wald ging. Aber Harmony hat den abgeschafft. Warum wurde der Federlift abgestellt? Harmony hat entschieden, dass keiner einen Grund hat, den Ort hier zu verlassen. Vielleicht sollte ich einfach springen. Schon versucht, bringt nichts. Die Sturzvogelwachen fangen dich ab und bringen dich zurück. Du bräuchtest eine Leiter. Aber die müsste viel größer sein als meine. Ja, Lightbeard meint das mit der Leichtigkeit echt ernst, wie? Oh ja, die Leute sagen, dass er nur Federn ist. Wirk. Das ist aber nicht wahr. Zum Glück. Er leckt die Federn nur ab. Wow. Was für ein Vogel legt denn diese goldenen Eier? Ach, die? Das sind Ersatzeier. Wir machen die für die senilen alten Möwen, die immer vergessen, dass sie keine Eier haben. Und warum? Warum sind die aus Gold? Das ist das schwerste Material, das wir haben. Die müssen schwer sein, damit die Möwen die nicht einfach wegtragen können und sie dann verlieren. Ja, du hast übrigens. Hey, schicke Wolkenschuhe. Meine Mama hat die für mich gemacht. Alle anderen Teenager haben coole Markenwolkenschuhe. Und ich krieg nur selber gebastelte. Oh, aber verrat dir nicht, dass ich das gesagt habe. Das Schuhmacherhandwerk ist ihr einziger Rückhalt. Dann lass ich dich mal allein. Okay. Dann gehen wir hier rüber. Hey, das ist mein Messer. Zum Glück ist das nicht auf jemanden gefallen. Von wegen kurz. Das ist das besondere Zeremoniemesser meiner Mama. Dann gucken wir mal, was da hinten los ist. Da müsste ja irgendwo mal was Cooles sein. Hey, hör auf damit! Die Haken sind eine wichtige Sicherheitsvorrichtung. Herrje, das war aber unhöflich. Oh oh, ohne die Haken sackt sie ein. Blöder Vogel, das ist alles deine Schuld. Ja, dann halt nicht. Bring mir jetzt hier erstmal der Schwester. Hi. Du kriegst jetzt erstmal mein Messer. Hey, kannst du ein paar Wolkenschuhe für mich machen? Ohne mein Messer kann ich gar nichts machen. Naja, dann lass ich dich wieder an deine Arbeit gehen. Oh, meine Arbeit. Ja. Nicht schlecht. Das ist mal ein Messer. Gut ausbalanciert, das richtige Gewicht. Oh, sogar mit Blutabfluss. Nein, das ist für die Füllung. Je weniger ich über das Messer weiß, desto besser. Hier. Danke. Danke. Ich weiß, die sind groß, aber da wächst du schon noch rein. Vertrau mir, wenn du erst mal 40 bist, wirst du für gemütliche Schuhe echt dankbar sein. Dann trag die doch gleich mal. Ich schaffe es nicht, dass die an meinen Füßen bleiben. So. Tja. Ja.
Mal gucken, was hier ist. Mann, ich hoffe, dass das kein echter Vogel ist. Nein. Aber die könnte einen Vogel haben. Hi. Hi. Also, wie ist die Aussicht von da oben? Ich weiß nicht. Alles, was ich sehe, ist das enttäuschte Gesicht meiner Mutter. Sehr motiviert. aber eins muss ich sagen, und zwar... Schickes Outfit. Ja, mir hat es auch gefallen. Aber es war offenbar nicht schick genug. Und außerdem waren die Schuhe zu eng. Hast du eben Schuhe erwähnt? Ja, wieso? Brauchst du welche? Hier, nimm sie. Ich brauch sie nicht. Ich werde hier ewig sitzen bleiben. Was machst du hier unten? Ich bin eine Opfergabe für das Maidenmahl. Ist das nicht offensichtlich? Meine Güte, es ist schlimmer, als ich gedacht habe. Sieht etwas schäbig aus für ein Maidenmahl. Hey, ich habe es mir nicht ausgesucht. Nein, ich meine die kaputten Vogelkäfige und Federn. Oh ja. Also, das Mahl ist vorüber. Brauchst du Hilfe beim Aufräumen? Wozu aufräumen? Naja, es ist nur, hier unten ist alles ein völliges Chaos. Genau wie ich. Deshalb gefällt es mir auch. Wenn das Mahl vorüber ist, was machst du denn hier? Wieso streust du nicht noch mehr Salz in die Wunde? Ich bin hier, weil ich nicht ausgewählt wurde. Okay? Sie ist positiv. Du wurdest nicht von einem Monster gefressen. Sie ist positiv. Du wurdest nicht von einem Monster gefressen. Das wäre mir lieber, als meiner Familie gegenübertreten zu müssen. Wem mache ich was vor? Sie sind vermutlich schon längst vor lauter Schande von einer Wolke gesprungen. Ich war auch bei einem Maidenmahl. Heute, um genau zu sein. Oh, wirklich? Du wurdest auch nicht ausgewählt? Doch, ich wurde ausgewählt. Aber ich habe mich gewehrt und bin geflohen. Du... was? Ich dachte mir, wieso nicht gegen das Monster kämpfen, weißt du? Schon klar. Du wurdest nicht ausgewählt. Ist okay. Schwing dich herauf, dann schmollen wir gemeinsam, Schwester. Hör mal, ich glaube, es wird Zeit, das Monster zu bekämpfen. Du bist doch nur wütend, weil man dich nicht ausgewählt hat. So ging's mir gestern. Dann lass ich dich mal allein. Genau wie Mok Chotra. Ich bin schon gewohnt. Sowas hätten wir FSK 6. Schuhe anziehen. Die sehen nicht wie die von Jesse aus. Ich lasse sie besser in Ruhe. Was macht ihr Vögel so in eurer Freizeit? Hallo Vögelchen. Hallo. Sieht so aus, als ob da eine Art kleiner Baum am Ende dieses Wegs ist. Ich denke, ich muss eine Leiter benutzen, um da hochzukommen. Entschuldigung, bin nur auf Durchreise. Ich bin auf Durchreise, ich wollte nur da hinten hin, ne? Ist gut. Mann, das Schild hat dem Ding echt nicht zur Ehre gereicht. Da komme ich nicht ran. Vielleicht kann ich einen niedrigen Ast finden. Das sind die größten Pfirsiche, die ich je gesehen habe. Gib mir Früchte! Verflucht.
Wer schreit? Da ist irgendjemand oben drin. Gas. Du solltest die eigentlich mitnehmen, wenn du oben bist. Okay, Okay, ich stelle mich jetzt da hinten hin.